Hallo zum Meditations-Adventskalendertag. Heute das letzte Mal zum Thema, wie kann ich sitzen? Ich hatte ja schon zunächst die drei Möglichkeiten, wie man mit Kissen sitzen kann, dargestellt. Bin kurz eingegangen auf den Lotussitz. Heute soll es um das Thema Meditieren auf Stühlen gehen. Das werde ich jetzt nicht vormachen, weil ich hier tatsächlich in meinem kleinen Eck, was ich mir vorbereitet habe, gar keinen Stuhl habe. Aber als Hinweis, gerade wenn man vielleicht als Berufstätiger gar nicht dazu kommt, vielleicht zu Hause zu meditieren, weil die Familie zu unruhig ist und man sowieso schon sehr früh aufstehen muss, man kann das tatsächlich auch einfach im Büro machen. Und wenn mal wirklich Not am Mann ist, die 10 Minuten kann man auch noch tatsächlich sich vielleicht auf die Toilette, die zugeklappt ist, in der Firma setzen und einfach mal 10 Minuten tatsächlich meditieren. Wichtig dabei ist allerdings, die Füße immer geraden mit dem ganzen Fußsohle Kontakt auf den Boden und dann auch bitte, gerade wenn man auf einem Bürostuhl sitzt, nicht anlehnen, sondern auch hier wieder darauf achten, dass man aufrecht, ich sage immer, man soll stolz sitzen, stolz, den Kopf schön ausbalanciert, entsprechend so, dass man ihn im Grunde nicht festhalten muss. Sitzen auf dem Stuhl. Die Hände kann man auch wieder in dieser Position halten, in dieser Meditationsmudra, in dieser Handhaltung. Oder man legt sie dann einfach auf den Oberschenkeln ab. Im Idealfall mit den Händen nach oben. Das ist tatsächlich ganz Geschmackssache und spielt am Anfang auch überhaupt gar keine Rolle. Einfach das tun, wonach man ist, wobei man sich besser fühlt. Ich selbst bevorzuge dieses Meditationsmudra, so möchte ich es einfach mal nennen.